Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Consequence, dem zweiten DLC von The Evil Within. In der letzten Folge sind wir mal wieder gerade zu unserer guten Freundin mit der Lampe entkommen. Meisterin Lampe könnte man sie fast schon nennen, nee, aber alle nennen sie Spotlight, also bleibt mal auch dabei. Dann weiß man vielleicht, wer gemeint ist und jetzt sind wir wieder in so einem Raum, wo ganz viele von diesen seltsamen... Willst du mich verarschen? Wie sollst du mich denn sehen? Oh Gott, die sprengen sich in die Luft. Ja, richtig, da war ja was. Oder nicht? Haha. Ob das so eine gute Idee war, weiß ich nicht. Das Problem wird auch sein, da jetzt vorbeizukommen. Vielleicht mit Schleichen. Wieso findet er den Weg überhaupt wieder zurück? Ich dachte, das ist denen egal, wo die vor sich hinranzen. Bleib jetzt im Schleichmodus. Ich glaube, da sind wir denen so tatsächlich schon losgeworden jetzt. Aber wo muss ich überhaupt hin? Ich raff schon wieder nicht, wo ich hin muss. Da ist eine Tür, da muss ich hin. 100 Pro. Komm mal hinne. Mach keinen Krach. Und weiter. Puh. Okay, wir kommen dem STEM-Terminal immer näher. Hätten wir den Abschnitt auch schon geschafft, ging besser als erwartet. Und das, obwohl ich eigentlich entdeckt worden bin, dachte jetzt echt, dass ich da wahrscheinlich ganz schnell einen unschönen Tod finden werde, aber denkste. Ne, hier ist sonst nichts. Okay, dann folgt mal dem Gang weiter, genau, wenn wir die Tür treffen. Ich glaube, mit dem Spotlight sind wir noch nicht ganz fertig. Oh, scheiße. Schau mir in die Augen, Kleines. Oder, wie ich so schön sage, das könnte... Was haben Sie mit Ruben gemacht? Zeigen Sie es mir! Nicht emotional werden, Jimenez. Er hat sich das selbst zuzuschreiben. Er hatte seine Chance. Wo ist er? Wenn Sie es unbedingt wissen müssen, er ist nebenan. Kommen Sie. Sehen Sie selbst. Will ich das sehen? Wollen wir noch mal ein Auge drauf werfen? Nee, aber es könnte auch ins Auge gehen, die ganze Geschichte hier. Netterweise haben sie mir eine neue Taschenlampe dagelassen. Ich finde das schon ein bisschen eklig mit den Augen. Aber nur ein bisschen. Vor allem, weil sie mir folgen. Guck mal. Alter. Okay, wir nehmen jetzt einfach die Lampe. Und machen diesen hier. Haben jetzt die Leuchtstäbe trotzdem noch? Ne, die sind jetzt wieder weg. Na gut, von mir aus. Waffe haben wir ja offenbar eh keine, von daher. Dissection. Da könnte wieder was drin sein, ein Tresor oder so. Also, natürlich ist ein Tresor, aber... Ich habe eine Theorie. Ich muss es so drehen, dass es irgendwie farblich passt. Warte. So vielleicht. Doch nicht. Achso, da kannst du nur beide drehen. Das ist auch scheiße. Aber das kann ich getrennt drehen. Aha! Seht ihr? Wusste ich's doch. Fragment 2. Okay, Fragment 1 haben wir dann wohl wieder mit Erfolg übersehen. Achso, ich dachte, ich kann die benutzen, weil die so leuchten. Aber die leuchten einfach nur so, weil sie wahrscheinlich fett am Arsch sind.
Da geht's weiter. Mal sehen, welche nette Kreaturen uns da unten erwarten. Ich finde das so Reagenzgläser immer ganz gruselig. Sind das Organe? Ist das ein Herz? Okay. Was will mir dieses Bild hier sagen? Ach, hier soll ich drauf leuchten. Aber warte mal, vielleicht haben wir noch was zu lesen oder so. Oder nochmal so eine Fallakte, so ein Audiolog. Sieht fast nicht danach aus, ne? Nee, hier gibt's wohl nichts mehr zu holen. Na gut, dann... Bitteschön. Das ist abscheulich! Was ist das für ein Monstrum? Abscheulich? Und das von dem Mann, der seine Patienten für seine Forschung missbraucht hat? Die Ironie des Ganzen ist amüsant. Denn offensichtlich war ihre Forschung erfolgreich. Das heißt... STEM funktioniert. Weitere Experimente sind möglich. Und wir brauchen mehr denn je ihre Hilfe. Oh Mann. Dieses ganze Projekt. Von Anfang an war es eine einzige Täuschung. Also war das Rubiks Gehirn. Die haben den praktisch getötet, mehr oder weniger. Oder Rubens Gehirn. Und haben ihn dann praktisch... Ja, als Ausgangspunkt des Ganzen genommen, sozusagen. Jetzt ist die Frage, wie viele Reihen das sind. 3. Also fehlt das in der Mitte und das rechts unten. Alle anderen sind an. Ne, das sind... Hä? Dann fehlt aber was. Was ist das dahinter? Wie ist das jetzt zu verstehen? Die äußersten Reihen rechts oben... Und die links unten, oder wie? Also die beiden. Und das da. So. Und innen jetzt praktisch, alle bis auf das in der Mitte. Praktisch das zweite von rechts und, ja. Also das bleibt aus. Ne, das bleibt aus. Ne, wie jetzt? Ne, irgendwas war ich falsch. Das passt so nicht. Dann stellen wir es uns jetzt erstmal als 3x3 vor, dass ich das zumindest mal hinkriege. So, dann ist es nämlich das hier, was ausbleibt. Halt, ausbleibt. So. Irgendwie ist das strange. So, das hier. Oder hätte ich das ganze eins nach rechts versetzen müssen? Ich raff's gerade voll nicht. Momentchen. Oder war das so gedacht?
Ja, jetzt haben wir's. Gar nicht so einfach. Zumindest kam es mir ein bisschen schwierig vor jetzt. Ich musste mich jetzt erstmal zurechtfinden, wie oder wo das anknüpfen sollte. Da war wieder so eine Kassette. Hören wir uns nochmal an. Ich weiß jetzt, was sie mit ihm gemacht haben und bin entsetzt. Der kleine Junge, den ich unterrichtet habe, ist jetzt dieser Haufen grauer Zellen im Glas. War das vielleicht von Anfang an ihr Plan? Und wo stehe ich in dieser ganzen Sache? Sie halten seinen Geist am Leben, indem sie einen Körper simulieren. Sein Bewusstsein steckt in einer geistigen Zwangsjacke, ein Rädchen in ihrer teuflischen Maschine. Sie haben sogar seinen Namen und seine Menschlichkeit ausgelöscht und nennen ihn jetzt Ruvik. Ein schlechter Scherz, als würden sie auf sein Grab spucken. Ich hätte am liebsten den Behälter zerschlagen und alles beendet. Aber dann wich mein Zorn der wissenschaftlichen Neugier. Rubens Vermächtnis lebt weiter. Ich werde den nächsten Schritt machen. Ich werde aus dieser Tragödie etwas Eigenes schaffen. Na, das sind doch mal klare Worte. Möbius hat Ruben praktisch aufgespalten, beziehungsweise zerlegt. Die Organe werden am Leben gehalten. Somit denkt der Geist weiterhin, es existiert ein Körper, aber er existiert im Prinzip nur noch in diesem Stem. Hier sehen Sie einen der ersten Stem-Prototypen. Es benötigt eine physische Verbindung zwischen Nutzer und Wirt. Aber in Beacon gibt es eine neuere Version mit Funktransmitter. Der Nutzer hört nur ein helles Pfeifen, dann steht die Verbindung. Wir wissen, dass Jimenez unerlaubte Tests durchführen will. Aber die Tests sollen nach unseren Maßgaben laufen, nicht seine. Das Geräusch im Streifenwagen, da muss Jimenez es aktiviert haben. Joseph, Sebastian, Oscar. Sie wurden mit mir reingezogen. Der Stem in Beacon. Dort hat alles angefangen. Also muss es dort auch einen Weg aus dieser Welt herausgeben. Okay. So läuft das also. Über Funktransmitter mit dem Stem verbunden. Das ist ja abgefahren. Aber das Pfeifen ist mir ehrlich gesagt doch. Das hat er immer gehabt, wenn die. Ah! Es gibt hier Dinge, die im Dunkeln bleiben sollen. Vor allem für Sie, Kid. Sie stellen zu viele Fragen, ignorieren Ihre Mission, drücken sich vor Verantwortung. So wie Sie das immer tun. Nein, das stimmt nicht. Sie kennen mich nicht. Das ist offensichtlich. Doch wir müssen sicher gehen, dass Sie Ihre Aufgabe erfüllen. Sie lügen mich an, verheimlichen Dinge. Ich kann Ihnen nicht trauen, nicht so. Sie müssen uns gar nicht trauen. Nur gehorchen. Na toll. Also nochmal zurück zum Thema, das war dieses komische... Das ist halt dieses komische Pfeifen, das Sebastian auch immer hört, wenn er Kopfschmerzen kriegt, wenn Ruvik in der Nähe ist. So gut kann ich mich jetzt an die Eröffnungssequenz auch nicht mehr erinnern. So, da ist erstmal Kätzchen zum Speichern. Der Typ ist schon gruselig. Ich bin mal gespannt, wann wir sein Gesicht sehen. Und wann wir wirklich die wahren Beweggründe dieser Firma eigentlich kriegen. Klar, die wollen irgendwie Weltherrschaft oder sonst was erzwingen damit. Weil sie halt gesehen haben, sie können mit diesem Gerät praktisch den... eine eigene Welt schaffen und derjenige, der praktisch das Zentrum von diesem Stem bildet, der kontrolliert alles darin. Das heißt, wenn er alles schaffen wird, alle Menschen mit einem Stem zu verbinden und er wäre das Zentrum dessen, dann wäre er der Herrscher der Welt. Weil er kann die Welt so formen, wie er es möchte. Und wieso zum Henker hat sich das jetzt schon wieder alles verändert, Alter? Ich fühle mich so verarscht manchmal. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Hier siehst du ja überhaupt nichts mehr. Nur so ein bisschen rotes, was auch immer, Licht. Keine Ahnung. Da läuft Wasser raus. Good. Und da soll ich wirklich runter? Da kein anderer Weg da ist, mangels Alternativen wohl ja. Das kann ja nur gut werden. Vor allem, wenn man immer nicht weiß, was da unten ist und wie weit es runter geht. Das ist noch besser. Es
geht immer noch weiter. Ich sehe nichts mehr. Ah, jetzt sehe ich wieder was. Sie wurden ihnen ziemlich zufällig zugeteilt. Castellanos, Oda. Sie wissen nichts, aber sie suchen nach Antworten. Sie meinen, sie suchen uns? Einen von uns. Aber das ist unsere Chance, sie zu beseitigen. Sie alle an einem Ort zu haben, eröffnet uns Möglichkeiten. Ah ja. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet, ey? Hä? Crimson City Police? Was? Wir sind beim Polizeirevier gelandet? Das ist die Polizeistation. Warum bin ich hier? Weiß ich doch nicht. Du kannst Fragen stellen. Immerhin ist hier hell. Fragt sich bloß, wie lange noch. Ist hier überhaupt noch irgendjemand? Natürlich nicht. Missing. Pedro Martin. Martha Martin. Okay. Geht's da rein? Ja, geht es. Ja, das sieht hier fast schon zu normal aus. Irgendwie muss hier gleich noch irgendwas passieren. Weil... Ach so, das war wieder so ein Stuhl. Geil, wieder eine Schallplatte. Woo! Toll. Ich denke, jedes Mal, da bewegt sich irgendwas, wenn ich gegen so einen Stuhl rempel. Das stimmt dann zwar auch, da bewegt sich wirklich was, aber nicht von alleine. Ich finde das Geräusch nur immer so strange, wenn ich nicht aufpasse, wo ich hinlaufe. So, was kommt jetzt? Aha. Wie geht es, Lilly? Super, alles läuft bestens. Wäre nur toll, wenn meine Frau sich öfter zu Hause um sie kümmern könnte. Sie war nur kurz im Mutterschutz, oder? Eine von Crimsons Besten. Sie ist wirklich ein guter Cop. Aber wir kommen auch noch etwas länger ohne sie aus. Lass sie das bloß nicht hören. Sonst setzt sie deinen Hintern vor die Tür, Joseph. Das war lange bevor ich herkam. Alle sind viel jünger. Aber wollt's laut Sebastians sagen? Profil ist er nicht verheiratet. Und schon gar kein Vater. Na doch. Das hat man ja immer wieder gelesen. Alles ziemlich strange. Nee, aber ich wollte es auch anmerken. Die sahen beide übelst jung aus. Ausgang. Ganz gute Sache ist das. Allerdings... Ach, da geht's noch rein. Nicht, dass uns so ein paar Cutscenes entgehen oder so. Dann guckt man lieber hinter jede Tür. So auch hinter diese. Okay, das ist der Beobachter. Ach, guck an, da ist wieder ein Tresor. Ich habe keine Ahnung, worauf ich achten soll. Aha. 22 rechts, 2 links, 11 rechts. 22, 2, 11. Ja, würdest du jetzt mal das blöde Ding angrabbeln? Ne, warte mal. Bin jetzt bescheuert? Ich raff's wieder nicht. Ne, schon so rum, okay. 22, 2, 11. Scheiße. Okay, muss nochmal neu anfangen. Das war auch schon wieder scheiße. Mann, was mache ich denn? Zwei. Und die 11. Yep. Ich finde es so eklig, dass da immer dieses komische Gewebe drin ist. Was ist denn das für eine Kacke immer? So eklig. In Tresoren soll kein Fleisch drin sein. Naja, egal. Jetzt gehen wir mal dahin, wo Exit steht. Wenn's hilft. Wieso ist es auf einmal dunkel? Was soll die Scheiße? Wieso regnet das? Was ist das für ein Kackwetter? Haben wir April oder was?
Sepp, wir müssen reden. Du mit deinen Verschwörungstheorien. Du verlierst langsam die Kontrolle. Sowas geht beim Captain einfach nicht. Ich bin da an etwas dran, Joseph. Du sollst mir nicht auch noch Sachen verheimlichen. Tu ich nicht, Sebastian. Ich versuche dir zu helfen. Ich will dir helfen. Aber überleg dir das wirklich gut. Deine Tochter. Es ist ein großer Verlust, den alle hier gespürt haben. Aber deine Frau. Myra ist weg, Joseph. Sie ist weg. Als wir uns am meisten gebraucht haben, hat Myra mich verlassen. Wieso hat sie das getan? Ich muss das wissen. Ist mir egal, was mich das kostet. Seine Tochter, dann seine Frau. Beide direkt hintereinander? Kein Wunder, dass er immer so verschlossen war. Na, das ist ja in den Akten hervorgegangen, die wir da, oder in den Tagebüchern von Sebastian, die wir immer wieder eingesammelt haben. Myra Castellanos. Was war dann da angekreuzt? Mögliche Hinweise? Mögliche Orte? Die Namen kann man nicht lesen. Nur den hier. Christopher Taylor. Aber wieso sind die Namen bei denen ausgestrichen? Komisch. Ob das einen Grund hat? Julie Kidman? Sie ist noch völlig unerfahren. Und wir wissen gar nichts über sie. Dann schick sie los, Zeugen befragen. Da lernt sie die Straße kennen. Nein, sie kommt mit uns. Ich bilde sie aus. Ich bin verantwortlich für sie. Ich weiß, dass das persönlich ist. Und ich rede nicht gern drüber. Aber deine Schuldgefühle sorgen dafür, dass uns so ein Frischling im Weg ist. Sebastian, er und Joseph sollten gar nicht beteiligt sein. Es hätte nie so kommen dürfen. Tja, ist es aber. Ihre erste Woche ist vorbei. Wie ist es gelaufen? Beobachten und berichten, so wie Sie wollten. Es ist seltsam, mit meiner Vorgeschichte auf der anderen Seite zu stehen. Irgendwas Auffälliges? Bisher nicht. Ich will mich in der Probezeit nicht im Raum mit den vertraulichen Akten erwischen lassen. Ich weiß noch nicht, was Sie bei uns haben. Erarbeiten Sie sich Ihr Vertrauen. Mehr können Sie jetzt nicht tun. Es wird etwas dauern, aber sie werden sie irgendwann aufnehmen. Hätte nicht gedacht, dass diese Beamten solche Typen sind. Dieses harter Cop-Image scheint immer noch sehr verbreitet zu sein. Laut unseren Berichten lässt Oda nichts durchgehen. Seien Sie bei ihm also besonders vorsichtig. Okay, auch wenn ich nicht glaube, dass wir uns verstehen werden. Und Detective Castellanos, können Sie uns zu ihm etwas sagen? Scheint ständig betrunken, aber er ist rücksichtsvoll. Machen sich die Leute wirklich um ihn Sorgen? Er scheint fast harmlos zu sein. Er wird schnell emotional. Geben Sie ihm etwas Freiraum. Respektieren Sie ihn als Ihren Vorgesetzten. Ja. Schön eingeschlichen, ja? Tja, Kidman, es nützt alles nichts, immer zu sagen, die hätten nicht beteiligt sein sollen. Es ist einfach passiert. Und jetzt sind halt alle mit drin. Und letztlich war ja Sebastian sowas wie die Schlüsselperson am Ende. Das ist Crimson? Das kann nicht real sein. Alter. Das Licht. Ein Stem-Prototyp in Beacon. Da ist das Licht wieder. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich hoffe nur, ich bin vor ihm dort. Okay, jetzt sind wir draußen. Und sind durch das Polizeirevier mehr oder weniger gut durchgekommen. Waren zum Glück keine Gegner da, aber interessante Einblicke. Vor allem darüber, wie es zustande kam, dass gerade Joseph schon immer etwas misstrauisch Kidman gegenüber war und Sebastian sie eigentlich in Schutz genommen hat. Ja, und sie macht sich jetzt natürlich Vorwürfe. Sie kannte diese Unterhaltung natürlich alle nicht und macht sich eben deswegen Vorwürfe, weil sie eben dazu beigetragen hat, dass alle mit drin stecken. Jetzt auf jeden Fall haben wir ein Ziel vor Augen. Beacon muss das Ziel sein. Da läuft alles zusammen und eventuell kriegen wir dann endlich die letzten Infos, die uns so lange vorenthalten worden sind. Ich bin gespannt. Wir machen uns auf den Weg, aber nicht mehr heute. Das wird es dann in der nächsten Folge geben.
Bis dahin, macht's gut, Freunde. Kommentiert fleißig, lasst eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.